Hi Leute, wir packen heute gemeinsam den NAS Adventskalender aus. Der ist endlich verfügbar und so schaut der aus. Der hat dieses Jahr so eine Würfelform und hier sollen 12 Full-Size-Produkte drin sein. Ich freue mich schon sehr, den auszupacken und natürlich könnt ihr auch einen gewinnen. Der ist auch noch verpackt, extra nur für euch. Und was ihr dafür machen müsst, ist wie immer nur hier unten kostenlos meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen, diesem Video einen Daumen nach oben geben, etwas in die Kommentare schreiben und natürlich eine Kontaktmöglichkeit hinterlassen, damit ich euch kontaktieren kann, wenn ihr gewonnen haben solltet. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich in der Infobox. Und bevor ich jetzt diesen Adventskalender auspacke, wollte ich unbedingt nochmal mit euch über die Vlogkamera hier sprechen. Das ist nämlich die Sony ZV-1 und die ist wirklich richtig, richtig, richtig toll. Ich bin so froh, dass ich diese Kamera besitze. Wie ihr wisst, werde ich sehr, sehr oft nach meinem Equipment gefragt, was ich denn für eine Kamera benutze. Und in den meisten Fällen ist es diese hier. Also ich drehe sehr, sehr oft mit dieser Kamera. Ich nehme sie auch immer mit zu meinen Eltern. Die ist super praktisch und das ist halt die neue Vlogging-Kamera von Sony. Wie gesagt, die ZV-1. Und ich kann sie wirklich jedem von euch empfehlen. Vielleicht sucht der ein oder andere auch noch das perfekte Weihnachtsgeschenk. Vielleicht kennt ihr auch in eurem Umfeld YouTuber. Oder wie gesagt, jemand, der halt hobbymäßig gerne Videos macht, da eignet sich diese Kamera halt zum Vloggen als auch zum Videos drehen für zu Hause sehr, sehr gut. Da braucht man auch gar kein externes Mikrofon oder so, weil die Ton- und Bildqualität ist halt auch wirklich einfach mega. Die Kamera ist sehr kompakt und was mir hier sehr gut gefällt, das ist wirklich ein sehr großer Vorteil an dieser Kamera, die hat ein Klappdisplay. Ich glaube, das kann man hier sehr, sehr gut sehen. Ist auch sehr flexibel und das ist wirklich das, was wir YouTuber eigentlich immer brauchen, einen Display, wo wir uns selber angucken können. Das heißt, wenn wir die Kamera hier halten und mit der Kamera sprechen, müssen wir natürlich auch ein Display haben, um zu sehen, ob wir komplett drauf sind, ob wir scharf gestellt sind und das ist wirklich eine sehr, sehr große Hilfe. Also ohne so ein Display zu vloggen ist wirklich unheimlich schwierig. Was ich an der Kamera auch wirklich sehr, sehr gut finde, ist der Autofokus, denn ich bin immer scharf gestellt und wenn ich eben möchte, dass irgendwie der Hintergrund verschwommen wird, dann kann ich eine einzige Taste drücken und zwar diese hier. Ich zeige sie euch mal ganz kurz. Diese Taste muss einmal gedrückt werden, um eben der Kamera zu sagen, hey, ich möchte, dass hinter mir alles verschwommen ist, nur ich scharf gestellt bin oder ich möchte eben, dass ich scharf gestellt bin, als auch der ganze Hintergrund scharf ist. Ne? Also hier habt ihr wirklich super viele Funktionen. Der rote Knopf hier, da könnt ihr einfach auf Aufnahme drücken. Also wie gesagt, die Kamera hat nicht viele Knöpfe und das ist genau das Gute an der Kamera, dass man sie super einfach verstehen kann. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt bei der Kamera ein Produkt in die Kamera halte, fokussiert sie sofort. Also wirklich 0, nichts ist das Produkt scharf gestellt und man kann wirklich extrem viel mit dieser Kamera machen. Was ich ebenfalls sehr, sehr cool finde, ist dieses Grip hier. Das ist wie so eine Art Stativ, welches man eben in der Hand halten kann. Das sitzt auch super fest in der Hand oder eben auf den Tisch stellen kann. Also quasi dann so. Und mit diesem Grip, der funktioniert über Bluetooth, den müsst ihr mit der Kamera dann natürlich verbinden. Es geht auch super leicht und damit könnt ihr dann die Kamera auch steuern. Das heißt, hier könnt ihr auf Videoaufnahme drücken, hier könnt ihr zum Beispiel ein Bild machen. Also das ist auch wirklich super gut gemacht und hier könnt ihr dann wieder sagen, ob, genau auf dieser Taste, Moment, ja, wenn ich mit der Kamera nicht filme, ne, dann funktioniert das nicht so einfach. Also wie gesagt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufdrücken würde auf C1, dann bedeutet das eben, ich kann sagen, ob ich nur scharf gestellt werden möchte und der Hintergrund eben nicht oder ob der Hintergrund mit mir zusammen scharf gestellt werden soll. Wie gesagt, dieser Grip hier ist für mich auch nicht mehr wegzudenken, weil das ist einfach so praktisch, wenn ich halt, wie gesagt, unterwegs bin. Entweder kann ich es in der Hand halten oder eben aufstellen. Und aktuell gibt es auch eine ganz, ganz tolle Aktion. Wenn ihr nämlich die Kamera zusammen mit dem Grip hier kauft, dann sparst du 100 Euro. Das ist wirklich richtig cool. Cool. Ich hatte noch nie so eine gute Kamera und ich habe auch von euch sehr, sehr viele Komplimente bekommen und ich hatte es ja schon mal in einem Video erwähnt, dass ich ja auf dem Sony-Event war und diese Kamera hier dort vorgestellt bekommen habe. Und ich habe auch extra Manu mitgenommen, weil ich mir dachte, vielleicht brauche ich ein bisschen Hilfe, weil ich und Technik, da bin ich nicht so gut drin tatsächlich. Aber ich habe wirklich auf Anhieb diese Kamera verstanden. Es ist wirklich nicht schwer gewesen, weil die wirklich nicht viele Knöpfe hat und die so kompakt ist und auch perfekt für Anfänger geeignet ist. Und wie gesagt, für mich absolut nicht mehr wegzudenken. Und wenn ihr nach einer guten Vlogkamera sucht, für unterwegs, zum Beispiel auch super für Urlauber, dann schaut die euch unbedingt mal an. Ja, ich werde euch die Kamera auf jeden Fall mal hier unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, darüber spart ihr auch 100 Euro, wenn ihr die Kamera zusammen mit dem Grip kauft. Und ich kann sie wirklich nur ans Herz legen, weil sie ist wirklich perfekt für Anfänger. Und wie gesagt, auch für Nicht-Anfänger wie mich. Aber ich liebe sie, wirklich. Ich kann sie mir nicht mehr wegdenken. Das ist wirklich die beste Kamera
beziehungsweise Vlogkamera, die ich jemals hatte. Der Autofokus super gut, Bild- und Tonqualität super professionell und wie gesagt, ich liebe diese Kamera und kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Ja, dann gehen wir mal über zu dem Adventskalender hier und zwar packe ich den direkt mal aus, weil ich natürlich sehr gespannt bin, wie der jetzt von innen aussieht. Okay, krass. Auf jeden Fall viel, viel spektakulärer als die Verpackung vom letzten Jahr. Letztes Jahr hatten wir ja nur so eine kleine Box mit so Boxen innen drin, die man dann eben auspacken konnte. Und dieses Mal haben wir das hier. Wow. Ist das nicht cool, Leute? Also ich finde das richtig, richtig cool. Ja, hier haben wir dann auch Türchen, die wir dann... Oh, da kann man das auch so machen. Hey, das ist ja cool. Auf jeden Fall sind das halt Türchen, die man dann aufreißen muss. Ne? Das sind jetzt keine Türchen, die man irgendwie wiederverwenden kann, sondern man muss die Türchen dann wirklich aufreißen, um zu sehen, was enthalten ist. Und wir werden das auch direkt mal tun. Ich starte mit Türchen Nummer 1. Und in Türchen Nummer 1, oh Gott, das kommt ja von unten raus. Ach so, okay, das ist ja krass. Man kann die Produkte entweder hier einmal aufreißen mit dem Türchen oder man kann sie auch von hier unten rausholen. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Ich glaube, ich werde sie einfach von unten rausholen. Das finde ich persönlich besser, weil dann sieht der Adventskalender nicht so benutzt aus, wenn ihr versteht, was ich meine. So, wir schauen uns mal Türchen 1 an. Das ist natürlich alles schön in Seitenpapier verpackt. Oh, hier haben wir einen Lippenstift drin und zwar ist das von NARS, der Velvet Matte Lip Pencil. Genau, das ist hier die Farbe. Das ist eine gute Frage, was für eine Farbe das ist. Steht jetzt hier leider nicht drauf, aber es ist halt wirklich ein wunderschöner Nude-Ton. So sieht das hier aus und ja, im ersten Türchen ein Lippenstift mit einer wunderschönen Nude-Farbe. Gefällt mir. In Türchen 2 haben wir wieder einen Lippenstift drin und zwar diesen hier. Das ist hier von NARS der Power Matte Lip Pigment in der Farbe Slow Ride. Auch wieder so ein richtig schönes Nude, aber so ein bräunliches Nude. So sieht die Farbe hier aus, also auch wieder mal ein Lippenstift. Finde ich aber richtig cool, weil ich liebe die Lippenstifte von NARS. Ja, machen wir einfach mal weiter mit Türchen 3 und lassen uns mal überraschen, was dann da drin sein wird. So, in Türchen 3 befindet sich bestimmt wieder ein Lippenstift. Das fühlt sich nämlich genauso an. Ja, tatsächlich, hier haben wir einen Lippenstift, der ist wirklich richtig schön auch. Auch wieder ein Nude, allerdings ist das jetzt hier kein bräunliches Nude, sondern eher so ein rosanes Nude mit so einem bärigen Unterton. Und zwar nennt sich die Farbe Lovin' Lips. Und das ist hier der Lipstick Rouge à Lèvres oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, Französisch war noch nie meine Stärke. Ich bereue es bis heute, dass ich in der Schule kein Französisch gewählt habe, sondern Latein, Leute. Naja, auf jeden Fall sieht die Farbe so hier aus, hat auch so einen Mauve-Ton mit drin, aber auch wirklich eine sehr schöne tragbare Farbe für den Alltag. Finde ich sehr, sehr hübsch und ja, machen wir mal weiter mit Türchen 4. Ja, wenn ich mich nicht täusche, sind jetzt, glaube ich, nur Lippenstifte hier drin, ne? Denn hier haben wir wieder einen Lippenstift, wollte ich sagen, und zwar wieder so ein Power Matte Lip Pigment in der Farbe Vain. Und das ist so ein richtig schönes Rot, aber so ein Ziegelrot, würde ich sagen. Also nicht so ein schönes Herbstrot, sagen wir mal Herbstrot. Ziegelrot ist es nicht unbedingt, sondern wirklich eine tolle herbstliche Farbe und ein Rotton. Wirklich schön, gefällt mir auch sehr, sehr gut, gerade jetzt für den Herbst-Winter. Türchen Nummer 5, hier haben wir wieder etwas länglicheres drin. Und hier haben wir wieder so einen Lippenstift wie aus Türchen Nummer 1, nur in einer anderen Farbe. Und zwar nennt sich die Farbe Do Me Baby, ist wieder ein Velvet Matte Lip Pencil. Und das ist auch so ein richtig schönes, ja, ich weiß gar nicht, wie ich die Farbe beschreiben soll. Ein Bärenton vielleicht, mit so einem rötlichen, bräunlichen Einschlag. Also wirklich auch eine tolle, tolle Herbstfarbe definitiv. So, in Türchen Nummer 6 hatten wir wieder einen Lippenstift. Also hier war jetzt nichts Besonderes drin, was jetzt irgendwie sich von den anderen Produkten abhebt. Und zwar ist das ein Lippenstift in der Farbe Toledé, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mal wieder was Französisches, aber die Farbe, schaut euch die mal an. Die sieht wirklich wunderschön aus. Also das ist auch wieder so Nude. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich liebe Nude und ich kann nie genug von Nude-Tönen bekommen. Aber das ist halt eher so ein peachiges Nude, was ein bisschen heller ist. Und mir gefällt das wirklich super, super gut. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es alles Full-Size-Lippenstifte sind, die wir jetzt bisher hier drin hatten. So, dann machen wir mal Türchen 7 auf. Hier ist bestimmt wieder so eine Velvet Matte, wie heißen die nochmal? Velvet Matte Lip Pencil, genau, in der Farbe Rot. So ein etwas dunkleres Rot, ich zeige es euch mal.
Finde ich nicht schlecht, auch wirklich eine sehr, sehr hübsche Farbe und ich habe mich direkt schon damit angemalt. Ja, was soll ich dazu sagen? Sind wirklich schöne Farben hier drin. Also ich kann mich nicht beschweren, aber ich glaube, das ist ein reiner Lippenstift-Adventskalender. Aber gerade für die Leute, die halt Lippenstifte lieben, wird das wahrscheinlich auch ganz cool sein. So, Türchen Nummer 9, dann sind wir schon fast am Ende, Leute. Und in Türchen Nummer 9 haben wir wieder einen Lippenstift drin gehabt und zwar in der Farbe Immortal Red. Okay, das hört sich sehr, sehr spannend an. Also, es ist halt so ein kräftiges Rot, so ein kräftiges Dunkelrot. Also auch wirklich eine sehr hübsche Farbe. Und genau, die haben sich jetzt hier auf Nude- und Rottöne spezialisiert, auf verschiedene. Und das finde ich eigentlich richtig cool, weil Rot passt ja eher so zu Weihnachten und Nude ist halt eher so die Alltagsfarbe. Und da habt ihr einfach viele verschiedene Töne mit drin gehabt, also von hell bis dunkel. Ja, gerade bei den Nude-Tönen haben wir halt wirklich super viele verschiedene Farben. Und ja, dann machen wir mal Türchen Nummer 10 auf. Ich bin schon so krass gespannt, was so eine 12 dann sein könnte. So, hier haben wir auch wieder mal einen Lippenstift und zwar, oha, die Farbe ist richtig, richtig krass. Also das ist halt wirklich so ein richtig, richtig classy Rot. Das ist wirklich so ein, ja, so ein richtig klassisches Rot einfach. Und ich sage euch direkt die Farbe durch. Und zwar ist es die Farbe Inappropriate Red. Türchen 11 ist wieder dieser Velvet Lipstick. Nur welche Farbe? Genau, Dolce Vita Velvet Matte Lip Pencil. Und das ist wirklich auch eine sehr coole Farbe. Ist so ein Peachton. Ja, sehr hübsche Farbe auch mal wieder. Also wie gesagt, die haben sich halt eher so auf Farben spezialisiert oder fokussiert, besser gesagt, die wirklich jeder im Alltag trägt oder tragen könnte. Und natürlich noch ein paar kräftige Rottöne, halt so passend zu Weihnachten, ne? So, und jetzt die 12, das ist das letzte Türchen, wie wir wissen. Und jetzt bin ich echt gespannt, was wir hier drin haben werden. Das ist natürlich bestimmt auch wieder ein Lippenstift, genau. Allerdings haben wir hier einen Power Matte Lip Pigment drinne in der Farbe Star Woman. Ja, ich glaube, das ist dann doch schon irgendwo so ein bisschen was Besonderes, weil das wird wahrscheinlich dieser Bestseller-Rotton sein, gerade für Türchen 12. Und ja, was sagt ihr zu dem Adventskalender? Ich muss ganz ehrlich sagen, für den Preis von 250 € finde ich den eigentlich schon relativ teuer. Aber man muss ja auch bedenken, dass so ein Lippenstift von NARS ja auch schon 30 € kostet, ne? Deswegen würde ich sagen, dass es sich schon eigentlich ganz gut gelohnt hat und dass man jetzt wirklich hier 12 Full-Size-Lippenstifte von NARS hat und die eigentlich auch echt von den Farben her alle gut gewählt wurden. Ja, sagt mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren zu dem Kalender. Ansonsten, wie gesagt, macht ihr ja auch mit jedem Kommentar, was ihr schreibt, an der Verlosung mit. Ja, dann war es eigentlich auch schon mit dem Video hier. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schaut auf jeden Fall noch in der Infobox vorbei wegen der Kamera. Und dann würde ich sagen, bis bald und ciao.